Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr extrem schnell Runen farmen könnt. Die meisten von euch kennen sicherlich hier diesen Spot, wo die den Vogel abschießen und dann noch hier diese Gegner töten können, um dann Runen zu farmen. Aber ich zeige euch eine Methode, die viel, viel schneller geht. Hierfür müsst ihr auch diesen Bereich hier freigeschaltet haben in Siofra Palastallee. Und wenn ihr das habt, Leute, dann folgt mir einfach. Steigt auf euer Pferd und nehmt am besten ein Katana in die Hand, womit ihr schlagen könnt. So, dann geht hier auf diese Säule. Von hier aus klettert ihr hier drauf, also springt noch eins höher. Dann macht einen Doublesprung hier drauf, Leute. Von hier aus springt ihr auf die Säule, dann nach rechts. Und hier in der Ecke nimmt Anlauf und springt hier mit einem Doppelsprung hoch. Und wenn ihr dann hier seid, seht ihr die zwei Türme links und rechts. Ihr müsst dazwischen durchlaufen. Dann seht ihr auf dem Boden den Schatten. Ihr müsst hier am Schatten lang laufen, bis ihr dann am Ende der Klippe angekommen seid. Und hier müsst ihr jetzt aufpassen, Leute. Macht am besten einen Doppelsprung mit eurem Pferd und danach fangt direkt an, mit eurem Katana zu schlagen. Macht ihr so lange, bis ihr seht, dass ihr unten rechts Runen bekommen habt. Das Ganze dauert so 20 bis 30 Sekunden. Ich habe jetzt hier einen Cut reingemacht, damit ich euch das schneller zeigen kann. Sobald ihr seht, dass ihr unten rechts die Runen bekommt, müsst ihr eure Karte aufmachen und direkt hier wieder zurückreisen. Nachdem ihr das gemacht habt, werdet ihr merken, dass ihr eine Menge Runen dazu bekommen habt. Bei mir sind das ungefähr 300.000 Runen, die ich jedes Mal bekomme. Ist auf jeden Fall viel schneller als das mit dem Vogel, Leute, und ihr könnt das beliebig oft wiederholen. Falls ihr nicht wisst, wie man hier hinkommt, werde ich euch in der Videobeschreibung ein Video verlinken. Dort habe ich auch den Weg erklärt, um hier diesen Palastallee in Siofra freizuschalten. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.